Schulfreund mit Traumauto überraschen. Ich gebe eine Line vor und ihr führt die fort. Okay. Ja, erst Team oder nicht? Mein Name ist Kevin, ich habe keinen Job. Das ist schön. Okay, Dominik meinte gerade, ich soll die Kamera machen. Niklas hat einen Gag für den Vlog. Okay, aber noch auf den... Okay. Are you a pimple? Because I like to pop you. Müsst ihr dann jetzt auch los? Ja, same, ja, bro. Okay, nee, Niklas. Warte, warte. Ey, Niklas, war cool. Tschüss, Niklas. Ich lass mich jetzt von dem Auto überfahren. Fuck it. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp. Damn, kommst was ist das? So? Digga, ich hatte das Gefühl, dass du mich einfach in den Wagen reinhiefst für den Content. Jo, Timo, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, imagine, du wärst jetzt reingefahren. Bro, ich sag dir, so ist es, dann hättest du eine Gehaltserhöhung gegeben. Freunde, wir waren letztens bei Neek und Henke wollte uns unbedingt seine Piano-Skills zeigen. Mach immer wieder Breath of the Wild Soundtrack. Ich mach den Breath of the Wild Soundtrack. Achtung, du spielst das gerade, ne? Pass auf. So oh mein Gott, das ist so bad. Das kann der Funny. Bro, wärmst du dich noch auf oder gehst du? Das ist gut. Das ist gut eigentlich, oder? Du kennst doch, wenn du so durch die Gegend läufst und dann kommt. Ja, das ist übelst gut. Kenn ich jetzt persönlich. Natürlich, jeder, der es gespielt hat, kennt. Teddy, kennst alle, oder? Wenn man so ein bisschen. Es ist so. Dilim, 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 dilim. Ne, wenn so ein Gegner. Wenn man so einen Gegnerkampf hat. Dilim, dilim, dilim. Dilim, 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 dilim. Dann ist es so vorbei. Dann ist es so ein bisschen Stille, man hört so Wind. Und dann so. Dim. Ding, dong, ding. Ne, und das ist so gemütlich, so, da denkt man sich so, cozy. Und dann ist irgendwie so Gras und alles, voll süß. Bin ich nicht, Digga. Bin ich nicht, sorry, Mann. Ich kenn's. Und der Henk hatte so ein kleines Soundboard. Willst du es auch mal? Und ich würde gerne damit mal rumspielen, ja. Ja, aber Wiedersehen nach Freude, ne? Hier, mein Favorite ist die Pizza. Zweimal die Quattro Formaggi, por favor. Gracias. Jo, ich glaub, mein Schwein pfeift. Hallo. Warte, der ist auch gut. 22 Euro. Das hat 44 Mark. Das ist richtig Ossi. Digga, meine Eltern in den Nachtzell. Ist doch mal so. Tschüssikowski. Freunde, ihr müsst wissen, Dominik gibt seinen Autos immer Namen. Ey, normal, ich verstehe das immer nicht, dass du es nicht machst. Jeder macht es. Keiner macht es. Zum Beispiel das Auto von meiner Mom heißt Julia. Okay. Warum? Einfach so? Da steigt man in so ein Auto an und denkt so, oh, das fühlt sich ja, nach. Ja, man guckt auch so ein Auto an und denkt so, okay, da fällt mir ein Name ein. Das Auto heißt zum Beispiel Paco. Ja, ist Paco. Scheiße, ich hab die Tables in Paco liegen lassen. Ich hab letztens irgendwen geguckt, der meinte, sein Auto heißt Niklas. Weil Niklas ist irgendwie ein uncooler Name für ein Auto, finde ich. Generell ein uncooler Name. Freunde, wie ihr vielleicht wisst, bin ich aktuell sehr, sehr viel in Köln. Aber letztens hatte einer meiner Berlin-Homies, den ich schon aus der Schulzeit kenne, Geburtstag. Und zwar Robin. Und ihr müsst wissen, meine Jungs, Robin. Vor allem Robin, sind obsessed mit Autos. Also wirklich crazy obsessed. Also haben wir nach den zwei krassesten Autos in komplett Berlin gesucht, sind hingefahren, haben alles unterzeichnet und haben ihn dann damit überrascht. Okay. Oh mein Gott, da stehen die Autos. Oh mein Gott, da steht die Karre, Jungs. Oh, shit. Junge, die Spinner. Rolls Royce. Fucking. Okay. Okay, Männer, dein Auto. XCL. Was zum Rupfen, Alter. Oh mein fucking Gott. Oh, shit. Meinst du, er wird sich freuen? Nicht. Klar, Digga, was? Bruder, alles Gute zum Geburtstag. Der hat bestimmt zum ersten Moment gedacht, boah, der hat es mir nicht ernsthaft gekauft. So mein reicher Freund von der Schulzeit aus Berlin, der ist YouTuber. Boah, als ob der mir jetzt so ein Auto gekauft hat und so nächstes nur gemietet. So, ah, fuck. Willst du dich reinsetzen? Ja. Okay, let's go. Du musst nochmal machen, Tabino, geile Karre, Bro. Geile Karre, Bro. Ist deine? Vorne rechts. Was machst du von Living? Ist meine. Nochmal an alle. Ey, das ist eine super heftige. Das ist eine schöne Überraschung. Schön, ja, gemütlich. Normal, Alter. Ey, was heißt denn normal? Ja, ist doch normaler Geburtstag, Digga. Für die letzte Zeit auch genau das richtige Gefährt, weil ich ja nur ein paar Mal geblitzt wurde in letzter Zeit. Oh nein. Doll geblitzt? 108 in der 60er-Zone. Was? 108?
Was? Oh. Kannst du das leisten, Bonus. So ein Auto? Ich hab 2 Coffeeshops. Ja. Und brauch jede Menge Gras und dann. Du brauchst es selber? Ja. Du musst auch verkaufen. Ich verkauf's auch, ja. Alrighty, okay. Okay. Die Frage ist, Kevin, wann spielen wir Warzone? Oder? Oh, League, das wäre auch richtig geil. Ich hätte übelst Bock, mit Kevin League zu spielen. Das kann er auch vielleicht vloggen. Nie,